So. Hallo ihr Lieben, ich habe mal früh morgens in meinen Garten gefunden. Wir haben Samstag und ja, in die Richtung ist ein bisschen blauer Himmel. Die Sonne begrüßt uns heute Morgen auch, aber ja, so von der Wettervorhersage, von dem, was so kommen soll, wird das kein Dauerzustand sein. Ich fange euch jetzt noch ein paar schöne Bilder ein. Guck mal, wie lange ich hier so bleibe. Was euch heute erwartet, ich werde ein bisschen was ernten gehen. Mal gucken, wie es einer. Moin, moin! Das war der Herbert. Er hat mich ein bisschen rausgebracht. Ich muss ja mal gucken, dass nicht hinten aus Versehen irgendwer raufkommt, der natürlich nicht drauf sein soll. Und meistens beginne ich die Aufnahmen dann wieder von vorne. Ja, warum habe ich hier so einen schönen roten Maiskolben in der Hand? Dazu komme ich dann später nochmal. Vorab, was erwartet euch? Ich gehe auf jeden Fall eine Gartenrunde, einen kleinen Gartenrundgang an die Stellen, wo ich ein paar Sachen für zu Hause mitnehme, ein bisschen was ernten werde. Am Ende des Geldes ist leider immer noch so viel Monat übrig und das hat mich nun heute hierher geführt, wenn ich im Moment nicht ganz so viel hier bin. Ja, überbrückt das immer schön. Ne? Also Garten kann ich euch da draußen auf jeden Fall jedem empfehlen, auch wenn er noch so klein ist, es lohnt sich immer da in Zeiten, wo man was braucht, dann wieder was für sich zu finden. Ja, heute gibt es auf jeden Fall ein tolles Gewächs, was ich bisher noch nicht so gezeigt habe. Das ist ja schön groß geworden. Das werde ich heute auf jeden Fall auch mitnehmen und ernten. Und ja, an der einen oder anderen Stelle werde ich auf jeden Fall fündig für das, was ich so jetzt die nächsten Tage brauche. So, ich schnappe mir die Tüten und wir sehen uns gleich am ersten Beet. So. So, bei meinem Grassoden-Hochbeet habe ich auf jeden Fall noch jede Menge Rucola. Erkennt ihr hier oben an den Propellern, die weißen Blüten. Und ja, ich habe auf jeden Fall daran gedacht, die nächsten Tage irgendwann mal Pesto selber zu machen. Und dafür nehme ich jetzt ein bisschen was mit, denn hier ist ordentlich was dran. Ich sage euch was, dieser späte Rucola ist super, super lecker. Ich weiß, ich wiederhole mich, die meisten haben das schon gehört. Aber das ist echt ein richtig tolles Gewächs. So sieht er jetzt aus. So, nun schnappe ich mir noch ein paar Stellen in Rucola, so viel wie ich so brauche. Ist schon ordentlich was. Ich will auch veganes Mett selber machen, dafür brauche ich den auch für mein Rezept. Ja, hier ist richtig was dran. Und da gibt es auch noch woanders Pflanzen. Da vorne sehe ich auch noch was zwischen da hinten. Ja, wunderbar. Ein bisschen was schnappe ich mir noch, dann reicht das so für meine Zwecke. Ich brauche keine riesen Portion. Oh, diese jungen frischen Blätter. Oh, voll schön. Was haben wir hier noch so zwischen? Hier werden die Blätter ein bisschen größer. Je größer, ist meistens so die Richtung wie beim Löwenzahn. Es wird bitterer oder ein bisschen schärfer. So, das packe ich noch dazu. Ja, das kann sich schon sehen lassen. Das werde ich wohl nachher an die Seite packen. So, hier vorne gibt es so erstmal sonst nichts. Ach doch, natürlich. Ich habe hier noch eine rote Beete liegen. Erinnert ihr euch an die letzten Videos? Also groß sind die hier nicht mehr, auch ein bisschen angefuddert. Aber dennoch sind welche da. Hier vorne sehe ich auch noch ein Exemplar. Auf jeden Fall ein paar Blätter. Nee, das war's hier. Ich will auch nicht zu sehr rein, denn hier sind auch die Brombeeren und die Disteln. Ne, da ist tatsächlich nichts Größeres mehr. Ja, das waren die letzten Radieschen. Radieschen sage ich schon. Rote Beeten, ein bisschen angeknabbert. Mal gucken, was ich davon dann noch retten kann. So viel brauche ich davon auch nicht. Jetzt habe ich mir doch schon eine Distel eingefangen. Es piekt am Daumen. Naja, egal. Weiter geht's. Dafür gehe ich jetzt mal an die Stelle. Und zwar vermute ich hier noch die ein oder andere Möhre dazwischen. Das meiste Große sollte weg sein, aber ja, an der einen oder anderen Stelle erwarte ich trotzdem noch eine Überraschung. Ja, da vorne geht es einmal hin. Komme ich denn da hin? So, ich ziehe mal die Hose hoch. Jetzt probiere ich mal von der anderen Seite. Doch lieber von der Seite. Aber ihr könnt das sehen, hier vorne ist auf jeden Fall einiges drin noch. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, da sieht das am Kopf ganz gut aus. Ja, das kann sich doch noch sehen lassen, oder? Sehr schön, ich lege die mal hier hin. Gucken, was dann noch so kommt. Oh, ups. Ein bisschen den Halt verloren. Na, dann nehmen wir den auch noch mit.
Ach, sehr schön. Da brauche ich auch gar nicht so richtig viel von. Wenn ich da noch zwei große Exemplare kriege, man, das sieht ja richtig gut aus, auch hier, was ich so sehe. Hui, da, richtig schön. Super, eine noch. Ja, kann sich doch sehen lassen, wunderbar. Die nehme ich jetzt einmal mit. So, ich komme jetzt hier einmal mit rein. Da haben wir schon angefordert, einer. So, nicht so das Drama, wird dann halt weggeschnitten. Aus dieser Ecke wollte ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ziehen. Und zwar, ja, habe ich euch ja etwas versprochen. Oh, da wunderbar. Wow, die anderen sehen auch super aus. Ne, da brauchen wir jetzt gar nicht so tiefer reingehen. Das kann ich dann in einer der nächsten Gartenwohnringe zeigen, was da noch so übrig geblieben ist. Aber ich schnappe mir jetzt einmal. Schön. Das ist eine Stoppelrübe. Richtig toll. Mega. Sieht richtig toll aus. Hätte, glaube ich, sogar noch mehr Platz haben können. So, dich wollen wir nicht mit haben. Wow, richtig toll. Ja, das muss ich jetzt nicht alles mit haben. Wer den Platz im Auto hat oder so, dann würde ich das dran lassen. Ich bin aber mit Rucksack hier, deswegen muss ich natürlich ein bisschen kompakter sein. Ja, das lasse ich soweit dran, falls er irgendwie doch noch. Ach, schön. Mega Teil, oder? Ja. Schön. Das kommt dann auch hier rein. So. Dann gibt es dann noch jede Menge mehr, was ich mitnehmen könnte. So als Option. Hier wachsen noch Physalis. Ob da noch was drum kommt. Ja, doch, ein paar Lämpchen hängen da. Wunderschön. Ja, hier ist überall Kapuzinerkresse zwischen. Das ist ein bisschen uninteressanter. Aber da vorne haben wir noch auf jeden Fall, packe ich den immer hin. Ist gar nicht so viel Platz hier an der Stelle. Oh, jetzt ist mir hier der Griff kaputt gegangen. Naja, passiert. Ja, ich suche mal eine Stelle, wo ich das jetzt hinpacken kann. Nee, nicht so klug. Machen wir mal hier. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Hält das sich? Das hält sich. So, hier vorne habe ich noch Sachen. Zum einen auf jeden Fall Salat. Hier überall könnt ihr den sehen. Wunderbar. Dann nehme ich mir ein bisschen was mit. So viel brauche ich nicht. Ein bisschen Salat für heute. Ach, schön. Wenn ich nämlich jetzt dieses Video schneide, brauche ich nebenbei ein bisschen Nervennahrung. Ja, viel mehr brauche ich nicht. So, das packe ich dann auch mal hier irgendwo hin. Das hier geht auf jeden Fall noch einiges mit dem Platz. Übrigens, bei mir fällt Salat und so weiter immer ein bisschen vielfältiger aus. Also wir kommen jetzt noch an andere Stellen im Garten, da kann ich ein bisschen was mitnehmen. Direkt daneben ist zum Beispiel der Neuseeländer Spinat. Da kann ich dann auch jede Menge mitnehmen. Ja, das hat sowieso irgendwann seine Zeit gehabt. Der ist nicht winterhart. Deswegen schnappe ich mir jetzt auch schon größere. Ich könnte die einzelnen Blätter nehmen, aber muss gerade nicht sein. Hier ist noch genug da. Das könnte ich machen, wenn jemand von euch da draußen möchte, dass er noch ein bisschen mehr davon hat. Denn lasst das ruhig so, wie das ist. So denn, ihr wollt viele kleine. Wenn ihr die Masse wollt, würde ich das dann dran lassen. So. So viel brauche ich hier auch nicht. Hier nehme ich noch ein paar große Blätter mit. Oh, der ist toll. Ich habe den auch schon probiert. Super, super lecker. Gar keine Frage. Kann ich euch da draußen empfehlen. Der soll sich auch selber ganz gut aussamen. So, jetzt habe ich hier noch das Currykraut. Das mag irgendwie nicht jeder. Ich finde es toll. Man muss das ja nicht so im Ganzen drin lassen. Und sonst fühlt sich das nachher ein bisschen an nach Tanne im Gericht. Obwohl, das ist bei Rosmarin auch. Wow, der Wiesenknopf hat dich hier richtig breit gemacht. Da überall, ihr könnt das sehen hier, diese ganzen kleinen. Das ist der Wiesenknopf. Ja,
Ich finde, der Borretsch, der schlägt sich auch noch ganz gut. Den findet man hier so vereinzelt. Finde ich nach wie vor ein wunderschönes Gewächs. Also wenn das richtig am Blühen ist, ist das voll mit Bienen. So, Kräuter brauche ich ja noch ein paar mehr. Aber ich würde sagen, bevor es den Kräutern geht, für euch noch mal ein bisschen was Interessanteres. Wir gehen mal rüber zum Mais. Hier haben wir einfach noch ein paar vereinzelt kleine Kolben dran. Ich habe schon einiges abgenommen. Sowas habe ich da bisher rausgeholt. Hier einen, der nicht ganz so viele hatte. Da kam noch eine Kellerassel. Auch so von den Farben, was sich da getan hat. Scheint sich auch ein bisschen was gekreuzt zu haben. Da wird schon blau. Spannend. Ja, aber warum zeige ich euch das? Da ist nicht viel dran. Aber gerade so diese jungen Maiskolben habe ich hier schon das ein oder andere Mal gesnackt. Richtig cool. Ihr kennt die kleinen aus dem Glas. Und hier ist natürlich ein bisschen mehr dran. Und geschmacklich gibt es da auch echt Unterschiede. Ja, am schönsten finde ich persönlich den roten hier. Echt schön. Okay, wir gucken mal, was jetzt hier noch so drin ist. Und gleich etwas höher für euch. Den schnappe ich mir einmal. Ja. Ah. Ha, jetzt kommt das, wovon ich geredet habe. Perfekt. Das ist so perfekt. Diese ganzen Fäden da drin. Auch spannend, oder? Deswegen, da kommt das auch so her. Oder kann man das ein bisschen ergründen? Das schmeiße ich hier wieder ins Beet. Das ist genau so ein Ding, was man snacken kann. Perfekt, echt. Ja. Jedes Maiskorn wird ja einzeln bestäubt und deswegen kommt das bei den anderen oder kam das bei den anderen auch schon dazu, dass dann verschiedene Farbpunkte entstanden sind, sich das ein bisschen gekreuzt hat. Ja, Ausrahmen, vielen Dank für die Sonne, ein bisschen Spotlight für den Mais. Ja, gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch ein. Oh, guck mal. Mit der Sonne machen wir das doch mal auf. Schön. Haben wir natürlich Tiere mit drin, gar keine Frage. Ich klaue euch nicht alles. Ihr habt da noch genug nachher zum Wohnen. Sieht das nicht wunderschön aus? Richtig, richtig schön. Hammer. Gut, gucken wir mal weiter. Saatgut ist auf jeden Fall schon gerettet. Hier haben wir noch einen kleinen. Oh, da ist ja fast gar nichts dran. Aber selbst da wollen wir mal reingucken. Weil meistens warten wir auf die großen und die kleinen werden dann ein bisschen vernachlässigt. Aber ich. So, bei den ganz kleinen habe ich noch nicht geguckt. Ach, das sind die frühen Kölbchen. Na, perfekt. Hier auch das gleiche wieder mit den Fäden. Ihr könnt kaum den Kolben sehen, diesen Mini-Kolben. So. Perfekt. Oh, den kann ich ja mal so schnell snacken, ne? So. Lecker. So, für euch gehe ich als nächstes mal ins Beet. Denn von hier komme ich auch wunderbar an ein paar Sachen ran. Hier vorne haben wir einen roten. Ich glaube, den könnt ihr nicht mehr ganz so sehen. Ich schätze mal, dass das rot ist. Ja, das sieht wieder ganz danach aus. Oh, es ist dunkel. Das ist braun. Okay, spannend. Zeige ich euch gleich noch von nahen. Das könnte hier wieder ein junger werden. Nehme ich alles mal einfach so mit. So, was haben wir hier denn noch rumstehen? Hier vorne sieht es doch schon recht klar aus. Da ist noch was. So, drei Stück, das muss dann gleich reichen. Ja. Der geht doch mal hier durch, ne? So, ich glaube, jetzt habe ich mir ein bisschen was aufs Haar gestreut. Eine Sonnenblume. So sieht das jetzt aus. Braun. Gelb, schwarz, grün. Und hier sieht das aus, als ob das auch wieder bunt wird. Ja, hier so ein helles Rot. Spannend, okay. So. Toll.
Gibt sogar oben welche, die aufgeplatzt sind. Mit dem Mais sind wir durch, aber hier der Weißkohl, der entwickelt sich richtig toll. Der kann auf jeden Fall mal ein bisschen Nährstoffe haben. Sieht aber trotz dessen bisher sehr gut aus. Ja, Rotkohle und ja, keine Ahnung, was das ganz links wird. Ich hoffe nicht, dass das noch ein Kohlrabi war. Hier habe ich dann nochmal Zitronenverbene. Finde ich richtig schön. Gewachsen auf jeden Fall. Hier nehme ich einen mit. Ich habe jetzt gerade nicht das Werkzeug parat. Mit einer Hand gar nicht so leicht. Also da nehme ich mir auf jeden Fall einen mit. Mehr brauche ich gerade nicht. Mit so einem, wenn ihr sowas ins Wasser tut und eine Weile stehen lässt, dann könnt ihr das sogar mehrfach verwenden. Lasst am besten noch ein bisschen Wasser drin. Könnt ihr nochmal auffüllen. Gut, wo können wir dann nochmal hin? Oh, ich finde die Goldraute sieht richtig, ne, Goldrute, ne? Ich finde die Goldrute sieht richtig schön aus, wenn die hier so ein bisschen fluffig wird und so ein bisschen, ja, sich verteilen will. Das bringt dann halt nur der Herbst. Wunderschön. Ach, herrlich. Ja, haben wir richtig Glück mit dem Wetter, ne? Mal gucken, wie weit das jetzt noch geht. Da sieht das dunkel aus. So, hier habe ich schon den ersten Kohlrabi angetestet. Der war super, super lecker. Bisschen was mit Kartoffeln und Möhren zusammen gemacht. Ja, was gibt es denn hier noch, was man Schönes mitnehmen kann? Da gibt es auf jeden Fall, beim Mangold mag ich die kleineren Blätter ja lieber. Die großen. Schön. Ah, so die Größe ist auch noch okay. Viel brauche ich da sowieso nicht von. Teile ich eher dann mit anderen Menschen. Da haben wir noch einen gelben. Anscheinend scheuche ich hier ordentlich Tiere auf. Da ist auch noch ein schöner. Ah, nochmal gelb. So eine schöne, farbenfrohe Pflanze im Garten. Guckt euch das an. Ich gehe mal ein bisschen aus der Sonne. Also, richtig schöne Farben, wie ich finde. Gut, weiter geht's. Hier denke ich, kann ich die eine, oh wow, richtig schön, ich bin ja begeistert. Ach, da gab es ja noch so ein paar Probleme mit dem, wie kriege ich das ab? Jetzt auch mal wieder so, ein bisschen wegbrechen. Wow, den esse ich mittlerweile sehr gerne roh. So, 5 Stück werden reichen. Wo haben wir denn noch richtig schöne Fette? Wow, von unten. Also hier, da hängt richtig was dran. Ne? Die sehen super aus. Hier nochmal, die ich gerade abgenommen habe. Ich habe große Hände. Ja, echt toll. Die dann auch ins Körbchen. Mangold hinterher. So. So, ich wurde gerade unterbrochen, deswegen muss ich nochmal ein bisschen anfangen und reingrätschen. Vielleicht gab es einen unsanften Übergang. Ich kann euch nur raten, lasst so Sachen wie Radieschen stehen, denn die blühen. Das ist ein Insektenfest. Die Sonne bestätigt es mir gerade, wie das Spotlight. Danke, Osram. Und ja, an dieser Stelle kann ich demnächst auf jeden Fall, weil hier schon die ersten trockenen sind, Saatgut ernten. Von den Radieschen. Ja, da sind die auf jeden Fall schon zu sehen. Kann aber noch ein bisschen, bis sie anfangen zu rasseln. Schon selbstständig. Ja, das war das in diesem Beet. Hier kommt sonst nichts mehr. So, hier vorne ist auf jeden Fall noch jede Menge Petersilie. Da nehme ich mir was mit. Wunderbar. Das habe ich ja auch komplett in Ruhe gelassen. Das schenkt mir nun jetzt. Ah ne, das ist keine Petersilie. Hier sehe ich auf jeden Fall noch Petersilie. Oh, ein bisschen. Wenn das Franzosenkraut dazwischen ist, dann ist das gar nicht so leicht voneinander wegzudrücken. Klar, die unterscheiden sich von den Blättern glasklar. Ne? So, mehr Petersilie werde ich nicht brauchen. So, ich hoffe, ihr kriegt jetzt einfach mal nicht mit, was im Hintergrund passiert, weil ich habe gerade das Gefühl, ich kann nicht weiter aufnehmen, ohne dass ich irgendwen anders mit reinkriege. Obmann ist hier nebenbei aufgetaucht und da gibt es irgendwas zu bereden mit den Bäumen. Da macht sich ein Mensch wie ich natürlich Sorgen, weil ich sehe überhaupt keine Not, hier hinten die Bäume zu fällen.
Vor allem nicht, überhaupt nicht mehr zeitgemäß, so schnell Bäume zu fällen. Das passiert hier, finde ich, in Husum viel zu schnell. Dann habe ich hier noch ohne Ende von dem Ananassalbei. Ich denke, da kann ich demnächst auch mal was mitnehmen. Das heute aber nicht dran. Den Platz im Rucksack brauche ich jetzt. So, was haben wir hier unten noch? Gehört auch noch alles dazu. So, und die Zitronenverbene hier hinten einsam und verloren. Aber die gedenke ich jetzt einfach mal mitzunehmen. Ja, das Thema mit den Bäumen ist gar nicht so leicht. Ich habe mich gerade erkundigt. Mich betrifft das nicht. Es geht nur um kranke Bäume, umsturzgefährdete Bäume, bevor da was passiert. Das kann ich schon unterstützen und unterschreiben soweit. Das ist okay. Aber hoffentlich sinnvolle Nutzung von dem Holz, was da nachher übrig bleibt. Dieser Zitronenverbene-Geruch. Oh, so schön, ich liebe das. Das war es jetzt auch grundsätzlich aus dem Garten. Aber mir fehlt noch was. Und zwar habe ich hinten noch gelagert Zwiebeln und Knoblauch. Genug, die ich noch stecken sollte, kann. Und ja, ich würde sagen, ich schnappe mir den Mais, den ich gerade geerntet habe. Das, was ich nicht gebrauchen kann, lasse ich hier. Ein paar Rohkolben, die packe ich dann hier noch mit rein. Und dann gibt es nochmal Knoblauch und Zwiebeln und dann bin ich hier auch nahezu durch, würde ich sagen. Ja, ich glaube, Regen ist auch im Anmarsch. Das ist so der Mais. Mais sieht super aus, den nehme ich mit nach Hause. Der Rest wird hier getrocknet. Hab mich entschieden, den möchte ich noch probieren, der geht mir nach Hause. Ach, fasziniert mich. So, dann habe ich da von den anderen noch welche. Ein bisschen Knoblauch kann ich sowieso gebrauchen. Ja, mein, das ist immer so fest hier alles. Ja, ich finde, das kann sich sehen lassen. Also habe ich alles bei, was ich brauche für die nächsten Tage. Kartoffeln habe ich noch zu Hause. Obwohl, da könnte ich vielleicht gleich auch noch mal ein paar mitnehmen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine schöne Sache. Vor allen Dingen hier mit dem Stoppelrübe, mit der Stoppelrübe, da lässt sich ein richtig schönes Gericht zaubern, Suppe oder so. Ja, bin richtig glücklich damit. Das ist echt schön. Ja, wunderbar. Ich denke, das soll es auch gewesen sein. Ich möchte noch mal auf was hinweisen. Ich habe letztes Mal ein Video noch gemacht zu Gartenkreisläufen, wie ihr ein bisschen nachhaltiger gärtnern könnt, weniger Energieaufwand, mehr das nutzen, was man im Garten hat, ohne das irgendwie zu verschwenden. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage tschüss, euer Lars. Ich bin raus. Wurde ich noch abgelenkt? Hallo, Uschi. Nicht alleine.